Verzeiht, wer seid ihr denn? Ja, sie dreht sich wieder um, du siehst auch, wie sie böse guckt. Bin Yasina. Yasina Melina. Und wir sind dir gesegnet. Wir sind am Ziel. Ist erfreulich. Wisst ja, ihr, welches. Unter anderem Umständen vielleicht, aber ihr erfreut mich ganz und gar nicht. Ihr seid laut und schreit herum, obwohl ich euch ermahnt habe. Wegen solchen Individuen wie euch habe ich keine Lust mehr an mich zurückgezogen. Und verzeiht doch unser ungewöhnliches Eindringen, aber wisst ihr um den Zustand der Stadt da draußen? Ja, es ist mir bewusst. Ich habe mich von meiner Altersresidenz natürlich auch zurückgezogen. Ist euch ebenfalls, seid ihr euch ebenfalls darüber im Klaren, dass Helmer Hafax persönlich nach euch trachtet? Helme sucht nach mir. Nach mir persönlich. Nach euch das persönlich. Ist richtig. Ja, ich habe ein Schreiben von ihm, das ihr vielleicht euch durchlesen solltet. Ich gebe ihr dann so eine Abschrift von diesem Brief, den wir von ihm bekommen haben. Ihr könnt die komplette Vernichtung des Reiches mit einer einzigen Seele retten. Ein Austausch von Geißeln verhindert nicht nur euren Untergang in einem Meer aus Blut, sondern verschafft euch ebenso Gerechtigkeit vor Raya. Das Horn von Darkalia könnt ihr behalten, trefft mich in Barbrück mit Iro Gnaden, der Hesinde, Yasina Melina. Ich frage nur einmal, Fürst kommt vor. Und das kennt hat er euch geschickt. Ja, kennt ihr Helme Hafax, weil ihr ihn Helme nennt? Ich habe ihn vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Gemeinsam mit Gaius und... Ach, wer war noch dabei? Der Kapitän. Wie hieß er? Ich habe den Kaiser Reto kennengelernt auf den Maraskan-Feldzügen, genauso wie... Ach, das war ja gerade erst gestern. Genauso wie? Wie hieß der Kapitän noch gleich, der uns rübergebracht hat? Er soll jetzt auch irgendwie ein Held sein. Rateral, genau. Rateral Sanin brachte uns rüber und hatte noch einige Zeit mit uns gekämpft. Gaius meint die Galotta? Ja, Gaius, Cordovan, Eslam, Galotta. Aber mir. Die meisten nennen ihn wohl immer nur Cordovan, aber... Ja, er war ein... Ein arroganter Magier. Er ist tot. Von Helmer habe ich gehört, dass er sich noch etwas mehr Zeit gekauft hat mit einem Pakt. Ja, und es war sein Pakt am Ende, der ihn dahin gesiegt hat. Er meint Gaius. Ja. Was genau könnte Helmer von euch wollen, dass es ihm so wichtig ist? Damals wollte ich etwas von ihm, aber er hat nicht darauf reagiert. Was er jetzt von mir wollen würde, weiß ich nicht. Ich hätte gedacht, dass er sich nicht mal mehr an mich erinnern kann. Aber wobei, er vergisst nie etwas. Auch nach 50 Jahren nicht. Wir vermuten, dass er eure Expertise sucht in eurem Wissensgebiet ob der Tafeln. Tafeln? Die elburischen Tafeln. Eben diese. Ich hatte ihm zumindest damals davon erzählt, aber dass er jetzt danach fragt, verwundert mich etwas. Es ist nur eine Vermutung von uns, aber da ihr euch damit sehr gut auskennt, dachten wir, dass es eine naheliegende Vermutung ist. Vielleicht versucht er darin, einen Schlüssel zu finden, seine Macht über Maraskan noch zu steigern, zu festigen. Mit diesen Tafeln auf alle Fälle. Es gab vor ein paar Jahren mal ein paar Gezeichnete, die gegen den Sphärenschänder gekämpft haben, gegen Mubradomron, den schwarzen Borberat. Und sie haben damals auch schon Kontakt gesucht. Es ging dabei um die Formel, um sie zu transkribieren, dass die alte Festung bzw. den alten Schild, der gegen die Echsen geschaffen wurde. Ich hatte mich vor grob 5 Jahren mit
den beiden Drachen darüber unterhalten, mit Agapyr und Atlasar. Und einige Briefe mit ihnen ausgetauscht. Und auch mit Rakorium und Dagonis. Ich glaube, dass es ihm damit möglich wäre, ganz Maraskan zu erobern, denn aktuell sitzt er ja meines Wissens nur an der inneren an der äußeren Seite. Nun, die schien ihm bis jetzt auch reichlich genügend gewesen zu sein. Helmer hat auf seinem Krieg gemeinsam mit Reto die Insel hassen gelernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Insel sich einverleiben will. Auch mit den elburischen Tafeln. Glaubt mir, das ist ein Gefühl, das wir, denke ich, alle nachvollziehen können. Dürfte ich mal fragen, was wolltet ihr denn damals von ihm? Ich? Ja, ihr habt doch gesagt, ihr wolltet etwas von ihm. Ich habe mich in ihn verliebt, wir waren damals noch jung. Ah. Er war ein stattlicher Mann, von beachtlicher Größe. Naja, das ist jetzt aber kein ausschlaggebendes Kriterium. Ja, der Zwerg habe ich noch nicht gesehen, aber ja, die Größe ist nicht ausschlaggebend. Er war stattlich. Ich war jung, er war jung, in der Blüte unseres Lebens. Und diese Zeiten sind vorbei. Was ist passiert? Satinov ist passiert. Er hat mich einfach nicht beachtet. Er hatte nur seine Taktiken und die Strategie und den Krieg im Kopf und musste für Reto Maraskan erobern. Und ich habe ihn angehimmelt wie eine junge Akolutin, die ich auch einst damals war. Was er jetzt von mir will, weiß ich nicht. Und ich glaube nicht, dass es um so etwas wie Liebe geht. In meinem Alter? Das ist zu befürchten, da habt ihr nicht Unrecht. So sehr ich auch darauf hoffen würde, in Rajas Namen, bezweifle ich das auch. Und Havox verlangt nur nach mir, und so können wir mit einem Austausch von Geiseln mit einer einzigen Seele, damit meint er mich, ja? Wir vermuten es zumindest, deswegen sind wir hier. Wisst ihr denn irgendetwas, was so dramatisch ist, dass ihm das wert sein könnte? Dass nur ihr dieses Wissen habt? Mit den elburischen Tafeln kann man zumindest diesen Schild erneuern oder umkehren. Damit kann er auf die gesamte Insel vordringen oder die Echsen vertreiben. Wenn er einige fähige Magier hat, kann er sie vielleicht auch befehligen. Ich weiß nicht, was er will, und selbst wenn ich es wüsste, dann würde er schon wieder 3 Schritte weiter planen. Sagt. Echsen erstreckt sich diese Wirkung nur auf Echsen? Ich deute mal mit dem Kopf ein wenig in die Nähe des Dingens da. Nun, deswegen waren die 7 Gezeichneten nicht bei mir, aber mein Wissen wurde erfragt. Von verschiedenen Seiten, unter anderem auch von Jelef Ibn Yasafa. Wir haben damals zur dritten Dämonenschlacht diese Tafeln benutzt, um ein Bastrabunsban gegen Dämonen zu weben, um damit die Ogermauer zu schützen. Das war eigentlich das Ziel. Da ich selbst nicht anwesend war, sondern zu dem Zeitpunkt in Elburum gastierte, beziehungsweise dem Tempel vorstand, weiß ich nicht, ob es geklappt hat oder nicht, aber die Schlacht endete unentschieden. Könnte man einen solchen Bann auch gegen Dämonen, andere, sagen wir, geschuppte Wesen einwenden? Gegen Drachen? Zum Beispiel. Marus? Könnte man einen solchen Bann gegen Menschen verwenden? Ja, schwierig. Ihr sagtet, man könnte mit den Tafeln auch die Echsen befehligen. Und wenn sich das Ganze auch auf andere Geschuppte extrapolieren ließe, dann könnte man damit Drachen befehligen. Wäre eine furchtbare Vorstellung. Drache ist Havax ein Dorn im Auge geworden. Das ist tatsächlich eine gute Theorie. Mit den elburischen Tafeln kann man sicherlich auch Drachen vielleicht nicht kontrollieren, aber beeinflussen. Man bräuchte sehr mächtige Magier, und dann könnte es
Die elburischen Tafeln haben eine große Passage auch zu den Karfunkeln. Aber ich wüsste nicht, warum Helme etwas mit Karfunkeln anfangen möchte. Mit den Seelensteinen eines Drachen. Aber denkt ihr nicht auch, was auch immer er damit will, ist für uns sehr viel schlechter, als wir jetzt noch annehmen können? Was auch immer er damit geplant hat, ist, sagen wir mal, sehr, 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 sehr schlecht für uns am Ende. Und wenn er es aber plant, es gegen den schwarzen Drachen einzusetzen, könnten wir vielleicht es ihm gleich tun. Ja, oder wir wären die lachenden Dritten. Oder eben jenes. Oder wir haben bald selber eine Armee von Drachen vor der Tür, die von Helmer Hafax geführt wird. Oder er plant den Drachen, sich einzuverleiben. Es heißt doch, Rassasor würde sich seinem Pakt entziehen, da die Seele eines Drachen in seinem Karfunkelstein sitzt. Vielleicht kann man damit den Stein ausfindig machen. Wenn man den zerschlägt. Müsste der nicht in seinem Körper lagern? Nicht. Nun, wir wissen, dass Rassasor ist doch untot. Ja, doch die Dämonen haben uns ja selber bereits gesagt, dass sie Rassasor loswerden wollen. Und wie gesagt, wäre seine Seele nicht mehr in dem Stein, würde eine finstere Herrin sie sich wohl sofort holen. Wenn es nach mir geht, wenn ihr mit meiner Seele das Reich retten könnt, Aranien, das Mittelreich, das Horasreich, was auch immer er plant, und wenn ihr auch dafür das Horn von Dachkalia übernehmen könntet, dann wäre ich bereit, meine Seele dafür zu opfern. Immerhin, ich habe mein Leben viel zu lang gelebt und sowieso schon des Lebens müde. Ich glaube, dass es das wert wäre. Das ist ja auch sehr edel von euch. Aber wir werden niemandes Seele in die Niederhöllen stoßen. Für gar nichts und für niemanden. Einerseits das, andererseits was auch immer er will. Alternativ stoßt ihr Tausende, wenn nicht gar Zehntausende oder Hunderttausende in die Niederhöllen. Ach, das alte Dilemma ist die und Seele des einen wertvoller als die Seele der Tausenden. Moment. Schaut mich an, ich bin 70 Jahre, ich habe mein Leben gelebt. Und ihr habt euer Leben gut den Göttern gelebt und werdet deswegen in die göttlichen Paradiese einfahren, so wie es sich gehört. Außerdem, was auch immer der Mann will, ist so mächtig, dass er dafür bereit ist, aufzugeben, all dieses, was auch immer, mit wie er dieses Horn auch immer erobern möchte, und auch vermutlich seinen Krieg gegen Aranien. Und wenn ihr wirklich sagt, der Mann ist so intelligent, wie ihr sagt, dann wird das, was er daraus bekommt, wir werden am Ende die Verlierer sein, wenn wir euch übergeben. Das sehe ich genauso tatsächlich. Was wir sollten euch um keinen Preis übergeben. Was auch immer ihr plant, jeden Stock, den wir ihm zwischen die Beine schmeißen können, ist, glaube ich, ein Vorteil für uns. Wir werden jetzt sitzen und uns freuen, dass er uns jetzt nicht angreift, aber in 2 Jahren werden wir dastehen und was auch immer er mit euch tut, oder was auch immer er mit euch geplant hat, wird uns so dermaßen, entschuldigt, in den Arsch ficken, dass wir es bereut haben, euch übergeben zu haben. Davon bin ich fest überzeugt. Hört. Ich glaube nicht, dass Helmer ein böser Mensch ist. Er hat aber viele böse Sachen getan. Da würden sich vermutlich die Bluttempler und alle Menschen, die von den Bluttemplern getötet werden, auf seinen Befehl, euch widersprechen. Ja, ihr versteht, glaube ich, nicht ganz. Ihr versteht, glaube ich, nicht ganz. Der Mensch ist ein Mörder, ein Schlachter, ein Feind der Menschheit. Garas, lass die Frauen bitte reden. Ja, sie guckt wieder sehr unzufrieden zu euch. Ich habe Helme vor 50 Jahren kennengelernt und es mag auch sein, dass er sich in der Zeit verändert hat, gerade durch seinen Pakt, aber ist es wirklich an einem Mann? Glaubt ihr, dass die Bluttempler paktiert haben wegen Helmer Hafax? Ich glaube, sie hätten so oder so paktiert und ich glaube, dass sie noch nichts großartig Schlimmes getan haben, sondern immer noch auf Maraskan saßen, so viele lange Jahre lang. Ist ihm und seiner Kontrolle zu verdanken. Menschen, die auf Maraskan unter seinem Joch leben, würden euch mit Sicherheit widersprechen. Und wir haben sie getroffen. Wir haben mit ihnen geredet. Die Taten, die er in den letzten 5 Jahren oder etwas mehr begangen hat, sprechen leider eine andere Sprache. Vielleicht ist er nicht mehr der Mensch, den ihr damals kennengelernt habt. Sind es denn seine Taten oder die seiner Diener? Das ist doch vollkommen egal. Wenn ich meinen Männern befehle, Dörfer zu verbrennen. Ihr versteht immer noch nicht.
Helme Hafax, warum hat er sich denn damals angeschlossen? Vollkommen egal, er hat seine Seele den Dämonen übergeben und hat sich damit schuldig gemacht. Wenn ihr diesen Menschen verstehen wollt und wenn ihr ihm irgendwie überlegen sein wollt und ihm nicht immer nur hinterherläuft wie ein paar Schafe, dann müsst ihr verstehen, warum er sich dem Bubra Damion angeschlossen hat. Wer er war, wer er ist und wer er sein wird. Erleuchtet uns. Er kennt ihn schließlich besser als wir alle zusammen. Was wisst ihr denn über Helm Hafax? Ich meine, ich bin eine Hesinde-Geweihte und kann euch vieles berichten, doch erzählt mir doch, wie wurde Helm Hafax groß? Ich weiß nur das, was im Allgemeinen in Kriegerkreisen über ihn bekannt ist. Taktisches Genie, hat sich gegen das Mittelreich gewandt, hat sich auf Maraskan verschanzt, jede Menge Bluttempler an seiner Seite, saugefährlich, nicht in seine Nähe kommen. Also, richtig, über seine Biografie, die wurde kurz in unserem Kriegskundeunterricht behandelt. Er ist zur Wehrheimer Akademie gegangen. Er ist so weit aufgestiegen, wie es ihm möglich war. Genau, so viel ich weiß, war er Gemeiner. Genau das ist der Punkt. So weit aufgestiegen wie irgend möglich. Er diente unter Reto, unter Hall und unter Brin und wurde vom Reichserzmarschall nicht zu einem Anführer der Armeen, sondern dann abdegradiert zum Fürstmarschall von Maraskan, damit ein anderer adliger Sohn seinen Platz übernehmen konnte. Er hat sich sein Leben lang bewiesen. Er hat keine einzige Schlacht verloren, wenn er sie denn dirigieren durfte. Eine einzige. Und dann wurde er für einen Adligen abkommandiert und danach verlor das Mittelreich Schlacht um Schlacht. Ich sehe nicht, was das für einen Einfluss auf ihn hat. Er will sich beweisen. Sein Leben lang will er sich beweisen. Und der schwarze Borberat bot ihm die Chance, sich zu beweisen. Deswegen tat er dies alles. Aber das macht es doch nicht besser. Aber sich aber die schafft unseren Ansatzpunkt, ihn zu bekämpfen, Isarum. Was ist dieser Ansatzpunkt? Vernichte deinen Feind. Ja, aber sein Feind sind die, also seid ihr. Das Mittelreich, das Reich, das ihn getreten hat, das Reich, das ihn nicht anerkennt. Aber es ist doch, er ist nicht von Rache geplagt, wie es vielleicht ein Gaius der Fall war. Er will sich doch beweisen, das sagt ihr doch, er will sich beweisen. Aber nicht von Rache, er will sich beweisen. Jetzt frage ich euch, wer sind die stärksten Gegner, die ihr euch ausmalen könnt? Die sind ja selber. Die Heptarchen. Aber ich glaube, und das ist meine Meinung, weil ich ihn vor einiger langer Zeit kennengelernt habe, er will sich beweisen, das wollte er sein Leben lang. Und wenn er einige Echsen in dem maraskanischen Dschungel abschlachtet, dann wird ihm das nicht dienlich sein. Wenn aber er der ein Mann zerstörtes ist und verbranntes Mittelreich wegfegt, auch das wird niemandem irgendetwas beweisen, das schafft jeder. Dann möchte er vielleicht mit den elburischen Tafeln den schwarzen Drachen so weit bannen, dass er ihn und sein Reich besiegen kann. Denn so weit liegen unsere Ziele tatsächlich überein. Ihr redet hier noch von einem Mann, der dem Guten verschrieben ist. Der Mann ist ein Paktierer. Der Mann lebt mit dem Einfluss der Dämonen in seinem Ohr. Ja, seine Ziele mögen vielleicht eins gewesen sein, sich zu beweisen, aber der Dämon ruht doch nicht. Nicht bei jemand, der so etwas, so ein Artefakt bei sich trägt. Der Dämon wird auf ihn einflüstern, der Dämon wird sein Handeln bestimmen. Das haben wir doch erst letztens noch gesehen bei Galotta. Der Mann war genauso. Der Mann war intelligenter als wir alle. Und weißt du, was er war? Zerfressen. Was haben wir denn zu verlieren? Und doch war auch Galotta in der Lage, sich gegen seine dämonischen Herren aufzulehnen. Es hat ihn umgebracht, aber er war fähig. Ja, aber vorher hat Galotta das halbe unsere gesamte Armee vernichtet und das gesamte Mittelreich gefickt. Vielleicht wollten wir das nicht zulassen mit dem anderen auf Maraskan. Habt ihr eine bessere Idee? Ja, sie nicht übergeben. Leute, immer mit der Ruhe. Ich frage mich gerade, was würde passieren, wenn ihr diesen Tausch nicht eingeht? Wenn ich diesen Tausch nicht eingehe? Ich meine, das war ein Angebot, was ihr unterbreitet habt, ein Geiselaustausch, aber was würde passieren? Wenn er seinen Willen nicht bekommt, dann überrennt er das Mittelreich, dann überrennt er Aranien und dann überrennt er das Horasreich. Glaube ich nicht. Nein. Womit wir uns noch viel eher auseinandersetzen müssen. Wenn er seinen Willen nicht bekommt, beziehungsweise wenn er seinen Willen bekommt, dann habt ihr zumindest etwas mehr Zeit, um aus dieser Situation etwas zu machen, denn
Das weitere Entschlüsseln der elburischen Tafeln und auch das Zusammenarbeiten mit Magiern wird sicherlich noch sicher einige Zeit dauern. Das erkauft euch zumindest viel Zeit. Egal, was er vorhat. Wenn wir nicht und ziemlich zügig etwas gegen den Drachen tun, dann wird es sowieso kein Mittelreich mehr geben, das er überrennen kann. Wer ist außer euch denn noch in der Lage, die Tafeln zu entziffern? Ich bin dafür, dass wir ihn erpressen. Der Mann ist genial, aber der Mann will auf seine Pläne beharren. Wir nehmen sie mit ins Mittelreich und bieten ihm seine Aufgabe, sich dem schwarzen Drachen zu stellen, und übergeben sie dann. Der Mann will euch so dringend haben, dass er es nicht riskiert, diese Stadt zu stürmen. Ihr seid so wichtig, dass er bereit ist, das Mittelreich in Ruhe zu lassen. Elmar Hafax ist doch nicht von den Toren. Das ist nur die Miona. Ja, aber wenn er hier sein wollen würde, wäre er hier. Wo ist er dann? Irgendwo in der Insel, weiß ich nicht. Ja, richtig. Ha. Mir fällt gerade etwas ein. Ja, unser einziges Druckmittel gegen ihn, auch unsere einzige Garantie, dass er überhaupt tut, was er sagt. In dem Brief steht, wir sollen uns in Barbrück treffen. Das ist vielleicht zwei Tagesreisen von hier entfernt. Woher wissen wir überhaupt, dass der Mann... Belagen vorbeikommen würden. Dass der Mann überhaupt... Denke nicht, dass er darauf eingehen wird. Wissen wir nicht. Das könnte eine Finte sein. Ja, aber Barbrück ist doch... Unser einziges Druckmittel, das wir gegen ihn haben, aus der Hand führen nichts. Woher wissen wir denn über das, dass er tut, was er sagt? Ihr wollt also nach Gare zurückgeben, ihm dort diese Geweihte übergeben? Ich will ihm die Geweihte erstmal gar nicht übergeben. Ich will Zeit schinden. Ja, das ist das Problem. Sein Wort ist absolut nichts wert. Du meinst, du willst Zeit schinden, in der Wassersor weiter Untote erheben kann? Ja, hast du irgendwie einen Plan, wie jetzt die Geweihte übergeben Rassershof aufhält? Nämlich nicht. Das Einzige, was wir tun, ist mit der Geweihten, wir übergeben eine Geweihte, die unser einziges Druckmittel ist, gegen den Typen, der das Mittelreich überrennt, in der Hoffnung, dass der Mann, der sich den Dämonenprinzen an den Hals geworfen hat, nur um sich zu beweisen, uns nicht belügt? Das ist euer Plan? Ja, das klingt wirklich dumm. Wir haben doch gar nichts. Wir haben nichts danach in der Hand. Nichts, außer dass der Mann sagt, er würde es nicht tun. Ja, und er dann alles in der Hand hat, was er will, um uns dann richtig fertig zu machen. Er hat die Frau, die er will. Er begibt uns dann das Horn der Dalkalia. Das sagt er. Elmar Hafax hat bisher noch nie gelogen. Also er hat sich Borberat angeschlossen. Ich denke, das wird in seinem mittelreichischen Eid irgendwie in dem entgegenstehen. Es sei denn, im Mittelreich darf man gegen sein eigenes Reich rebellieren und Armeen gegen das führen. Aber da gehe ich mal nicht von aus. Eine Lüge sind zwei verschiedene Dinge, Raphim. Ja, aber wenn der Mann sein Wort bricht... Er hat sich einer anderen Regierung angeschlossen. Ja, aber wenn der Mann bereit ist, Eide zu brechen, warum sollte er nicht sein Wort brechen? Nein, er hat sich nicht einfach irgendeiner anderen Regierung angeschlossen. Er wusste, dass es ein Dämonenmeister war. Das ist ein himmelgroßer Unterschied. Er hat sich dem Feind allen Lebens angeschlossen. Um sich zu beweisen. Und wir hoffen darauf, dass er sein Wort hält. Mehr das ist nicht die Tat eines guten Menschen. Aber spielen wir das Spiel auch zu Ende. Wir bringen diese Geweihte nach Gareth. Hafax beschließt sich, diese Geweihte zu holen. Was sollte ihn daran hindern? Ich habe einen Namen. Ich heiße Yasina. Verzeiht. Yasina, was hält ihn denn jetzt davon ab, sich Yasina zu holen? Er weiß nicht, wo sie ist. Der Mann, wollt ihr mir wirklich sagen, dass wir in einem Tag herausfinden, wo die Dame ist, und der Meisterplaner des Mittelreichs, der Mann, der noch nie eine Schlacht verloren hat, der seit Jahren seinen Plan macht, nicht herausfinden kann, wo sie ist? Das wollte ich mir verkaufen. Ich nehme an, dass ihre Gnaden nicht so leicht zu finden ist, wenn sie nicht gefunden werden will. Ihre Gnaden hat vor der Stadt in einer Villa gelebt. Glaubt ihr, wir sind gerade in Zorgan? Nein, dachte ich mir. Ah, wo sind wir? Interessant. Sie schaut dich so ein bisschen verständnislos an, schüttelt so ein bisschen den Kopf. Aber wenn ihr wirklich so gut versteckt seid, wie können wir euch dann in einem Tag finden und der Mann findet euch nicht? Weil wir nicht diejenigen sind, vor denen sie sich verbirgt, Raphim. Und das hält wie den Mann auf, der hier draußen steht, den Prügler oder irgendwelche Informationen zu verkaufen? Nehmen wir an, sollte der Knüppler das Haus betreten und die Türe zu dieser Bibliothek öffnen, würde er in einer Besenkammer landen. Okay, aber ich dachte, ihr lebt auf einer
auf einer Villa vor der Stadt? Oder habt ihr das nie getan? Das habe ich getan. Von dort wurde ich vertrieben. Ja, aber wenn ihr auf einer Villa vor der Stadt gelebt habt, seid ihr dann ja nicht versteckt gewesen. Oder nicht? Ich verstehe nicht, warum wir diese Sache diskutieren. Ja, okay, dann sagt mir doch einfach, bitte, wir übergeben die Dame. Wir reisen nach Barbrück und dann legen wir uns mit Hafax an. Auf die eine oder die andere Weise. Dies können wir aber nur tun, wenn wir entsprechende Mittel in der Hand haben. Und sollt ihr uns betrügen, verteilt eure Gnaden, dann wäre es unser aller Tod. Und damit meine ich, beziehe ich auch diese Geweihte mit ein. Was? Ja, natürlich! Nun, wir haben, wie es scheint, drei Möglichkeiten. Erstens, wir übergeben die Geweihte eure Gnaden nicht. Was wäre das Outcome? Was hätten wir davon? Wahrscheinlich würde Hafax das Mittelreich angreifen und vernichten. Oder Razazor würde weiterhin seine Untoten erheben und das Mittelreich vernichten. Oder beides. Oder beides. Richtig. Keine gute Idee. Ihr vergesst die anderen Heptarchen. Imiona ist ebenso mit ihm verbündet. Das kommt noch dazu. Hafax verspricht uns das Horn von Dakalia, ja, aber er hat es nicht. Er müsste also dem Jona noch den Garaus machen, wenn er dieses Wort anhalten wollen würde. Und so viel dazu übrigens, dass der Mann nicht sein Wort bricht, wenn er seine Verbündeten angreift. Aber ja, bitte fahrt fort. Nun, auf der anderen Seite hätten wir zwei weitere Möglichkeiten, indem wir Sinja übergeben. In dem Fall einmal, das habt ihr bereits aufgezeigt, er hält sein Wort nicht. Und wir sind, wie habt ihr es so schön formuliert, ziemlich gefickt. Im Arsch gefickt. Genau. Auf der anderen Seite besteht zumindest die Chance, dass er sein Wort hält. Und dann hätten wir uns zumindest ein wenig mehr Zeit erkauft und hätten eine Möglichkeit, Hafax zu treffen und ihn einschätzen zu lernen. Das würde uns in Zukunft wahrscheinlich weiterhelfen.